Herzlich willkommen hier auf dem Natur- und Technikkanal Amazing Nature Alpha. Heute mal wieder mit einem Video, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, nämlich die Geschichte hinter dem Bild. Und wer meinen Community-Tab auf YouTube verfolgt, also es gibt ja für Handys den Story-Tab, und wenn ihr mal schaut, da wo die Playlist ist, da habe ich ja auch so ein Community-Tab, wo ich ab und zu ein Bild poste. Wer dieser Kategorie folgt, der hat bemerkt, dass ich letztens eine Goldwespe gepostet habe. Und ich persönlich muss sagen, ich hätte nie geglaubt, dass es mir irgendwann gelingt, dieses Insekt zu fotografieren. Denn die sind dermaßen agil und so klein. Diese Goldwespe, die ihr hier seht, die so monströs aussieht, die ist 9 mm groß. Also ich würde mal sagen, irgendwie so wie eine Stubenfliege, aber natürlich noch viel schlanker. Und trotzdem hat sie ein Erscheinungsbild, das eher so wie ein Bonbon erscheint, was in Staniol eingewickelt ist, in Türkis und Pink. Und das wirkt so surreal, wenn man sich denkt, so kann doch ein Tier gar nicht eingefärbt sein oder ein Insekt. Und ich habe eben bemerkt, dass diese kleinen Wespen immer gern da natürlich an Insektenhotels rumfliegen. Und dass sie generell dort sind, wo irgendwie Holz ist, altes Holz ist, wo sie Schlitze und Löcher finden, wo sie reinkrabbeln können. Und andererseits habe ich aber auch bemerkt, dass sie wahnsinnig agil sind. Also so eine Goldwespe, wenn die Sonne scheint, die landet irgendwo eine Sekunde und ist dann sofort wieder weg. Und deswegen habe ich eigentlich nicht daran geglaubt, dass ich es irgendwann mal schaffe, sie zu fotografieren. Aber ich hatte das natürlich immer ein bisschen im Hinterkopf. Ein glücklicher Zufall hat mir dann allerdings doch den Erfolg beschert, und zwar waren wir in dem Ferienhäuschen, oder das ist so eine kleine Holzblockhütte von meiner Schwester hier in der Nähe, und dort haben wir ein bisschen Urlaub gemacht, und die liegt an so einem Steilhang mit so alten Obstbaumbestand, und natürlich hat man da auch so ein paar Holzschuppen auf dem Gelände stehen etc. Und da waren diese Wespen schon immer zu sehen, im Gegensatz zu mir bei mir zu Hause, da habe ich noch nie eine Goldwespe gesehen, also es kommt schon sehr darauf an, wo ihr seid. Und wir waren eben dort ein bisschen Urlaub machen, meine Frau und ich. Und eines Morgens bin ich mal wieder, wie immer, früher aufgestanden und bin schon mal ins Wohnzimmer. Und was habe ich da sehen müssen? Dass innen im Wohnzimmer an der Scheibe eine kleine Goldwespe entlang gekrabbelt ist. Und das war natürlich meine Chance. Ich habe sofort mein 90 mm Sony Makro F2.8 auf die Kamera gebaut. Es müsste die A7 III gewesen sein. Ich blende es euch dann mit den Fotos mal ein. Und dann habe ich natürlich angefangen, das Tier so gut es geht erstmal an der Scheibe zu fotografieren. Das kann einen Fotograf natürlich nicht ganz zufrieden stellen, aber sichern der Daten ist erstmal wichtiger, und oder überhaupt mal Fotos von diesem wunderschönen Insekt zu bekommen. Und dann habe ich ein Glas drüber gestülpt, habe ein Papier drunter geschoben und habe das Insekt rausgelassen ans Geländer. Und da wusste ich schon, das wird wahrscheinlich nichts, weil die Wespe ist sehr aufgeregt in dem Glas rumgeflogen und die war sehr aktiv. Und jetzt ist mir aber noch ein glücklicher Zufall zugute gekommen. Womit ich nicht gerechnet hatte, war, die Insekten, die brauchen ja Wärme. Und draußen, das war früh morgens, da hat es vielleicht 5 oder 6 Grad gehabt. Jetzt habe ich die Wespe mit dem Glas aufs Geländer gestellt und dachte mir, naja, jetzt hebst du das Glas halt an und dann ist sie wahrscheinlich weg. Aber genau das Gegenteil ist eingetreten. Kurz bevor ich das Glas gelüpft habe, ist die Wespe immer träger geworden. Und das hat natürlich an der Temperatur gelegen. Und ich nehme das Glas weg, die Wespe krabbelt auf dem Geländer rum, verweilt auf einem Fleck für Minuten. Ich konnte die ausgiebig fotografieren. Dann habe ich noch ein bisschen gefilmt. Und dann ist es irgendwie immer so ein bisschen wärmer geworden. Oder sie ist wacher geworden, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist sie dann zunehmend mehr herumgekrabbelt und ist dann irgendwann in einem Spalt verschwunden. Und das war die Geschichte zu dem Bild, das ich da gepostet hatte. Ihr habt jetzt noch wesentlich mehr von diesen Bildern gesehen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es euch schon mal gelungen ist, so eine Goldwespe zu fotografieren. Mir persönlich, also für mich war es so ein kleiner Meilenstein. Ich habe dieses Insekt schon immer mal ablichten wollen. Und es ist einfach unglaublich schön zu sehen, welche Vielfalt da vorherrscht. Und wie die Insekten teilweise auch, die man gar nicht so beachtet, weil sie schnell und geschäftig unterwegs sind den ganzen Tag, dann so eine Pracht an sich tragen. Mir hat es gefallen, euch darüber mal zuzuquatschen. Ich würde mich freuen, wenn ihr zu einem weiteren Video mal wieder reinschaut zu mir. Bis dahin, tschüss.